Willkommen zurück zu Terraria 1.4 The Journey's End. Wir sind wieder da und die Türen gehen automatisch auf und zu, es ist unglaublich. Wir sind in der zweiten Folge, wir haben in der letzten Folge schon ein kleines Haus für den für Kyle gebaut. Kyle ist unser Guide. Hat das gerade geknallt? Hä? Was irgendwie gerade wie so eine Explosion. Ja. Jemand benutzt diesen Finch-Staff. Ah, okay. Wieso ist die Tür hier offen? Wer hat die aufgemacht? Die geht doch jetzt automatisch auf. Okay, ja, also wir sind in der zweiten Folge. Wir haben ein bisschen gebaut und erkundet und ich habe den Teich hier gemacht. Timo hat irgendwie schon Sachen gesammelt, Johann auch und Manu hat das Haus für uns gebaut. Und Timo hat hier ein Egglet gefunden, das dürfen wir uns schon nehmen, hat er gesagt. Can of Worms? Cool, was ist das? Weiß ich auch nicht. Das klingt, als wären da Köder drin, aber wenn man das duplizieren kann, dann will ich das später duplizieren. Oh, ist das cool, dass man die... Oh! Nee. So, ich baue jetzt noch mal kurz hier, ich baue jetzt noch kurz Planken und dann können wir Stuff machen. Okay. Oh, 200 braucht man da zum Duplizieren, Wahnsinn. Ah, ist ein Loch gebaut. Kommt her, Plankies, Plankies, ich muss euch researchen. Zack. Ach Quatsch, ich geh ja gar nicht mehr da. So. Pickaxe. Und dann will ich jetzt... Ah Manu, du hast ja schon die Treppe ganz gut dahingestellt. Ja, du hast ja irgendwie dann nochmal drumherum gebaut, deswegen ist jetzt ein bisschen deplatziert, aber naja. Es gibt eine Treppe. Das wird schon. Manu, kann ich bei dir einen Schmelzofen hinbauen? Ja! So, ins neue Haus dann rein. Ja. So, um die Fackeln kann ich mich irgendwann mal später kümmern, dass wir hier Beleuchtung haben. Vielleicht auch, wenn das Wasser da ist. Wie hoch kann man denn bauen? Ja, wir haben Extended Reach. Das können wir auch ausstellen, wenn wir wollen. Das geht auch im Power-Menü. Aber ich finde es eigentlich ganz praktisch. Aha, hab ich eingebaut. Türen gehen auf! Türen gehen zu! Türen. Wer hat denn hier die Tür schon wieder offen gelassen? Irgendwer macht die Tür noch auf. Leute, das brauchen wir nicht mehr. So. Also zunächst, ich will nochmal die nächste Sache im Power-Menü vorstellen. Und zwar gibt es gibt den Enemy Difficulty Slider, ganz unten hier. Den kann ich auf Journey stellen oder auf Classic oder auf Expert oder auf Master. Journey bedeutet erst auf 0,5 und dann kann man den eben so relativ fließend hochschalten bis 3. Dann ist man bei Master. Oh, guck mal, bei Master hat man einen Inventarslot mehr. Das ist ja interessant. Rechts sehen wir das gerade. Wenn ich auf Master stelle, habe ich einen Inventarslot mehr. Okay, interessant. Wir hatten uns entschieden, wir wollen den mal auf 1 stellen. Ist der jetzt auf 1? Nee, 1,05. Komm, gib mir 1. Okay. Ich habe den auf 1 gestellt. Ich weiß nicht, müsst ihr den auch auf 1 stellen? Warte mal. Wie ist der bei euch jetzt eingestellt? Könnt ihr das mal überprüfen? Kann gerade nicht. Bei mir ist er auch auf 1 gestellt. Ist ja. Auf 1, okay, wenn er bei dir auch auf 1 ist, in deinem Inventar ist, im Power-Menü. Der Ach, Hase mit dem Helm und dann ganz unten. Ist auf 1, ja, okay, der ist auf 1 global. Sehr gut, dann braucht das nicht jeder einstellen. So, also, was liegt an, Leute? Ich bin ready für Stuff. Ich grab mich weiter durch. Und man kann jetzt mit dem Schwert, obwohl es so ein normales Schwert ist, kann man jetzt in alle Richtungen damit pieksen und nicht mehr nur noch horizontal. Ist auch neu. Ja. So. Housing. Oder Pilz. Kämpfst du gerade, Team? Ja, ich bin nach links gelaufen, da kommt dann erstmal Corruption. Und danach wird es wieder grün. Cool. Joseph! Wo ist Joseph? Ich muss mit Joseph reden. Joseph, wo bist du? Ach, Joseph ist der normale Merchant. Ach, das ist gar kein Traveling. Egal, Joseph, komm her. Ich muss mit dir reden. Der normale Merchant ist da. Der kann das selber nicht mit Jugenduf. Was? Der verkauft schon Sachen. Ja, ist doch... Ja, kauf mal was ein. Was gibt's denn Tolles? Nein, mir fehlen 20 Kupfer, damit ich mir ein Käfernetz kaufen kann. Nicht doch. Oh, na gut. Käfernetz. Ich verkaufe ihm einfach irgendwas. Was verkaufe ich ihm denn? Habe ich irgendwas, was wert ist? Hier, nimm ein bisschen Rope. Noch mehr. Ich brauche das Käfernetz. Ganz dringend.
wieder am Angeln. Ha? So. So. Zack, zack, zack. Ja, stimmt, fürs Angeln brauche ich das unter anderem. Was braucht man das sonst denn? Hast du jetzt genug? Okay. Ich habe jetzt genug Geld. Ich habe mir gerade das Käfernetz gekauft und schon ein Kaninchen gefangen. Unglaublich, oder? Das arme Kaninchen. Ja, genau. Hä? Das fühlt sich total wohl bei mir. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ei. Erzähl nicht sowas. So. Wie viel brauchen wir denn davon? 25. Boah. Na gut. Ah, ich habe gerade geguckt von den Linsen, wie viele wir da brauchen, um die zu duplicaten. Das könnte ja relevant. War das gerade ein Grashüpfer? Weiß nicht. Was wollte ich denn gerade? Irgendwas wollte ich machen. Kann ich den? Ich hab doch Flügel. Ich fange einen Vogel! Rope duplizieren. Ich hab Vogel gefangen. Ach, ich muss wollen wir, wollten wir den, wolltest du den Guide nicht was fragen, Manu? Ja, aber ich muss mir eine Sichel kaufen. Ich muss wieder Heu machen. Ach, das ist teuer! Ich hab nur 14 Silber. Dann müssen wir das später kaufen. Ja. Dafür kommt jetzt halt alles. Guck mal, unser Guide steht hier die ganze Zeit unter diesem Ja, das müssen wir mal zubauen, wenn er weg ist. So. Also es gibt jetzt in 1.4 auch neu das Happiness-Menü. Da kann man ihn dann fragen. Ich frage ihn jetzt mal. Wie geht's dir denn, Kyle? Und dann sagt er mir... Getting this place to myself, I greatly appreciate it. I'm quite fond of wandering through the forest. I like it here. Dann sagt er uns, er mag es im Wald zu wohnen. Genau, die verschiedenen NPCs haben jetzt verschiedene Präferenzen, wo sie wohnen wollen, mit wem sie zusammen wohnen wollen und solcherlei Dinge. Und ja, dann gibt es irgendwie, ich glaube, die Preise unterscheiden sich, je nachdem, wie wohl die sich fühlen oder unwohl die sich fühlen. Und dann gibt es noch ein ganz tolles System, was wir später einführen, wenn wir so weit sind, dass wir das eben nutzen können. Oh, der Händler mag es auch. Der Händler mag es auch, ja. This is nice, lots of privacy to store my wares. I like the scenery in the forest. A good view attracts customers. Cool. Kyle, kannst du da mal bitte weggehen? Ich würde das Loch doch ganz gerne zubauen. Damit du da nicht so blöd dich reinstellen kannst. Er will nicht. Naja, gut. Was? Jetzt geht er weg, er geht weg. Ich kann das Loch stopfen. Ja. Oh, ich werde von einer Fee verfolgt. Oho, Johann. Hast du einen neuen Freund gefunden? Ja, warte mal. Obwohl, na, ich glaube, kann man sie fangen? Naja. So, ich research jetzt erstmal alle Sachen, die ich noch nicht geresearched habe hier. Einfach damit ich es habe. Das kann ich gerade noch nicht. Das müsste gehen. Ja, bling. So. Okay, jetzt haut die Fee wieder. Oh, ich habe gerade Eisenerz gefunden. Achso, die haben wir schon. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Timo, so. Wie viel Eisenerz hast du? Ich habe... In der Truhe müsste was sein und außerdem habe ich... Wo bleib ich denn? Wo ist das denn? 99. 12 habe ich. 12 Eisen. Okay. Ich habe hier richtig viel gefunden gerade. Ich habe schon... 24 abgebaut und Ich hab 36 Eisen. Wow, dann können wir es ja gleich schon duplizieren. Ja. Ihr seid ja crazy, Leute. Können wir uns alle eine Rüstung verpassen? So, was fehlt jetzt noch? Der Spiegel. Und sonst muss ich mir gar nichts duplizieren. Ja, hab ich. Spitzhacke. Achso, die Axt fehlt. Jetzt habe ich's. So. Cool. Wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Oh! Ich hab den 50. Schleim gekillt. Oha. Oh, da oben liegt noch Geld rum. Gleich mal das Schleimbanner researchen. So. Oh, Mann. Alles am researchen hier. Alles am researchen. Ja, ich will das noch nicht unbedingt alles duplizieren, aber... Keine Ahnung. Gold! Manu hat's left. Was?
Du fliegst gleich raus, Manu. Oh nein! Nur schon mal als Vorwarnung. Ich hab bald Ouch, das hat keiner gesehen. So, ich versuch mal Timo zu finden. Timo ist aber ganz schön weit weg. Vielleicht versuche ich lieber Johann zu finden. Ja. Ist Glück dabei. Ich brauche eine Wormhole Potion. Hat jemand von euch eine? Nee. Die müssen wir relativ zügig researchen. Ja. Ja. Denke ich mal. Bist du jetzt noch da, Manu? Ja. Hä, bei mir stand gerade Manu has left. Bei mir auch. Da steht das. Weird. Sehr weird. Wie finde ich euch denn jetzt? Ihr seid alle so weit weg. Hat noch keiner eine Wormhole Potion gefunden? Nein. Nee. Ah, jetzt! Hast du eine? Achso, du bist rausgeflogen. Jetzt bin ich rausgeflogen. Okay. Also wenn du zu mir willst, musst du glaube ich zweimal durch Corruption. Super! Das klingt ja hervorragend. Relativ weit. Dann researche ich noch ein bisschen, das ist okay. Die haben dich alle alleine gelassen, einfach. Ja, nee, Manu ist jetzt cool. Wieder da. Manu ist gerade wieder da, weil sie ja geliefert war zwischendurch. Ich wurde gegangen. Sie wurde gegangen. Ah, Hilfe. Aber jetzt ist sie wieder da. Nee, alles gut. Ich überlege nur gerade, was ich machen soll oder kann. Was noch interessant ist. Ich kann ja einfach mal, dann gehe ich durch das Power-Menü jetzt nochmal durch. Also, Duplication haben wir. Da gibt es auch, wenn man jetzt hier schon ein paar mehr Sachen hat, damit das übersichtlicher ist, kann man eben zum Beispiel sortieren nach Waffen oder nach Rüstung, nach Blöcken und so weiter. Miscellaneous, alle möglichen Sachen kann man auch ausstellen. Und wenn man irgendwas Bestimmtes suchen will, zum Beispiel die Iron-Sachen, dann kann man das hier oben in der Suchleiste eingeben. Dann findet man eben Iron Hammer, Iron Short Sword und so weiter. Johann ist gerade in die Luft gegangen. Oh Johann, dann kannst du dein Eisenerz in die Truhe packen, dann können wir es researchen. Und dann kannst du wirklich Eimerchen bauen. Das Research-Menü kennen wir schon. Dann nochmal ganz spannend, das Time-Menü. Man kann jetzt die Zeit stoppen. Man kann sie zu einem bestimmten Zeitpunkt skippen. Zum Beispiel zum Morgen, zum Mittag, zum Abend, in die Nacht. Man kann die Geschwindigkeit, in der Zeit vergeht, verändern. Auch interessant. Dann kann man hier das Wetter verändern. Den Wind kann man verändern, noch mehr Windsachen, hier kann man den Regen verändern, unglaublich. Also das Wetter hat auch Einfluss. Personal Power, man kann den God Mode an- und ausschalten, die Placement Range kann man normal machen oder vergrößert. Und die Gegner-Spawn-Rate, das ist aber dann glaube ich, das ist pro Spieler. Also wenn ich hier was ändere, ändere ich das nicht für alle, sondern nur für mich selbst. Und Infection Spread, also ob Corruption sich ausbreitet und Hello oder nicht, das kann man hier auch ein- und ausschalten. Und eben die Schwierigkeit der Gegner. Das ist ziemlich fancy. Ziemlich viele Freiheiten, also so richtig, um sich auszutoben, kann man alles auf schwer stellen und nicht benutzen. Dann hat man so eine schöne Challenge oder man lässt das so auf einfach alles. Dann kann man sich halt gemütlich austoben, stellst du die Gegner-Spawns aus, dann nerven dich auch keine Zombies. Du kannst einfach in Ruhe bauen, zum Beispiel, wenn du was bauen willst. Ach, schön. Oh, der Guide sitzt am Tisch. Kann mich schon so richtig austoben. Also, Johann, hast du jetzt Eisenerz hier gemacht, oder was? Ja, ich hab's in die Truhe gepackt. Oh, cool, ich will das researchen. Klaus mir mal kurz. Die 999. Ja, tue ich ja jetzt schon genug Eisenerz. Wir haben jetzt unendlich Eisenerz. Weil wir es jetzt researchen können. Und unendlich Eisenbarren. Eine Rüstung bauen? Da tue ich erstmal da rein. So, aber wir haben noch keinen. Ich habe einen Amboss auch schon. Du hast schon einen Amboss. Okay, alles klar. Mein Gott. Magst du mir einen Eimer zuschmeißen, Manu? Warte. Oder einen Eisenbarren? Erfunden finden, da. Oh, das ist so cool, dass die Türen automatisch auf und zu gehen. Wenn du herkommst, dann kann ich dir auch Eisenbarren zuschmeißen. Das war klar, dass Johann die klaut. Ja, ich baue für uns die Rüstung. Kannst du mir noch mehr geben, bitte? Hier, wo bist du da? Danke. Oh, jetzt kann ich das Coolste bauen, was es gibt. Einen Eimer. Wie viele brauchen wir zum Researchen? Einen nur? Oh mein Gott. Eimer. Achso, willst du Würmer haben? Ich habe zwei Würmer gefunden.
Oder sehe ich selber nach der Angel? Ich fange mir meine Würmer selber. 5 Stück braucht man nur zum Duplizieren. Ist das in der Folge machen wir wieder eine Pause? Oder? Ja, wir können uns, glaube ich, gleich wieder treffen für eine Pause. Da ist doch ein Grashüpfer. Nee, wieso wächst hier Gras auf dem Dach? Das war kein Gras, das war nur ein Blatt. Okay. Dann, weil ich da einen Baum gefällt habe, deswegen liegen da Blätter. Ha, man startet auf dem Teich, wenn man sich zurück nach Hause teleportiert. Alles richtig gemacht, Alex. Gut, dann versammeln wir uns nochmal für ein kleines Folgenpäuschen. Wer hat schon wieder die Tür aufgemacht? Keine Ahnung. Ach, ist das schön. Ich habe richtig Spaß. Mir macht es gerade richtig Spaß. Auch wenn ich noch gar nicht so viel gezeigt habe, aber es ist ganz toll. Kommst du auch nach Hause, Mann? Ja, ich wollte nur den Zombie killen. Okay, sehr schön. Ja, wir haben das Power-Menü uns heute Lens mal angeguckt. Bekommen. Ich habe den Teich, glaube ich, zu Ende gebaut und ganz viel geklont. Und sonst habe ich gar nicht so viel gemacht. Was habe ich denn sonst gemacht? Ich habe nicht so viel gemacht. Die anderen machen gerade viel mehr und ich profitiere davon nur. Aber in der nächsten Folge muss ich auch mal irgendwo hin und ich muss Wasser finden. Ganz viel Wasser. Ganz wichtig. Damit ich meinen Angelteich fertig machen kann. Also, beim nächsten Mal erkunden wir weiter die Welt. Bis dahin. Bis dann.